Aber du es waren bist nur immer in der zwei. Sonne. Waren nur Okay, 2 Liter. ich denke, dann können wir jetzt starten. Ich denke, in den nächsten Minuten werden noch ein paar Teilnehmende dazustoßen. Also schon mal von unserer Seite herzlich willkommen zum Webinar Kompass aus den Krisen, auf dem Weg zu einer sozial-ökologischen Transformation von der Energy Watch Group und The Story of a New World. Schön, dass Sie schon so zahlreich hier dabei sind. Die Energy Watch Group ist eine gemeinnützige Denkfabrik, die sich damit beschäftigt, wie können wir zu einer Null-Emissionen-Welt kommen, also wie können wir dem Klimawandel wirklich etwas Wirksames entgegensetzen. Und Kern unserer Arbeit ist, wie wissenschaftliche Studien dazu anzustellen, wie 100% Erneuerbare bis 2030 umsetzbar sind. Mein Name ist Sophie Markitan, ich bin Projektleiterin bei der Energy Watch Group und werde Sie jetzt durch die nächsten 45 Minuten leiten. Als Gäste darf ich begrüßen, ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid, Johanna Jaurich. Sie ist Regisseurin, Produzentin und Autorin von nachhaltigen Dokumentarfilmen für TV und Kino. Sie ist Expertin für Impact Storytelling und befasst sich in ihren Filmen vor allen Dingen mit Klimaaktivismus und Klimagerechtigkeit. Außerdem begrüße ich Karl Fechner, Diplompädagoge, Filmemacher und Produzent. Sie kennen ihn vielleicht aus seinen preisgekrönten Kinofilmen wie Die vierte Revolution oder Power to Change, in denen er sich auch mit den Wegen zu einer nachhaltigen Zukunft und mit der Energiewende beschäftigt. Und außerdem Hans-Josef Fell, er ist Präsident der Energy Watch Group und als ehemaliger grüner Bundestagsabgeordneter auch Mitautor des EEG, des Erneuerbaren Energiengesetzes. Kurz zum Ablauf. Die Zeit ist ja jetzt recht knackig, also ich werde erstmal einige Fragen an die Podiumsgäste stellen, die Sie dann beantworten. Und danach ist noch einiger Raum für Ihre Fragen aus dem Publikum. Dafür würde ich Sie bitten, hier in Zoom die Hand zu heben. Da unten ist so ein kleines Handsymbol. Und ich würde Sie dann der Reihe nach reinholen, um die Frage zu stellen. Da würde ich Sie bitten, dass Sie die Frage dann kurz und prägnant halten und auch sagen, an wen sie gerichtet ist. So, worum geht es heute? Die Klimakrise wird von Jahr zu Jahr spürbarer. Laut Weltwetterorganisation WMO haben wir möglicherweise nur noch 4 Jahre, bis die 1,5-Grad-Grenze aus dem Pariser Klimaabkommen erreicht ist. Gleichzeitig die Corona-Pandemie hat uns als Gesellschaft gerade im letzten Winter sehr viel abverlangt, und der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine ist omnipräsent in den Medien und ist gleichzeitig aber nicht der einzige Krieg, der gerade auf unserem Planeten herrscht. Das heißt, die Krisen überlagern sich, wir empfinden uns oft als machtlos und wer von Ihnen hat sich in der letzten Zeit gerade nicht schon mal gefragt, können wir als Gesellschaft die sozial-ökologische Transformation überhaupt noch schaffen? Von welcher Zukunftsperspektive wage ich überhaupt noch zu träumen und was kann ich als Individuum überhaupt noch ausrichten? Möchten jetzt heute im Webinar darüber sprechen, was es für unsere Gesellschaft alles noch zu gewinnen gibt und wie wir aus diesem Gefühl der Machtlosigkeit in ein Wissen kommen und daraus auch in ein Handeln. Und damit komme ich zu meiner ersten Frage, die geht an dich, Karl. Welche Rolle spielen unsere Emotionen und Gedanken beim Bewältigen von Krisen? Ja, Emotionen spielen die entscheidende Rolle bei all unserem Handeln. Das erleben wir schon bei Schulkindern. Da ist der Gruppenzusammengehörigkeit ist von ganz großer Bedeutung, sowohl vom Positiven her, auch als auch Negativen, wenn es zu Mobbing-Situationen kommt oder so. Das kann fast lebensbedrohlich sein. Also es ist der zentrale Antrieb zum Handeln. Das weiß man ganz zentral übrigens auch aus der Militärforschung. Soldaten gehen in den Krieg oder sind tapfer und alles diese ganze nicht etwa aus nationalen Gefühlen oder nationalen Hintergründen, was man immer so behauptet, sondern sie kämpfen vor allem für ihren Nachbarn, für den zweiten an ihrer Seite. So, und das ist für uns natürlich, wenn wir schon vom Bewältigen einer Krise sprechen, von ganz großer Bedeutung. Dann ist als erste Voraussetzung, dass wir diese Krise, in der wir selbstverständlich sind, überwinden, ist das Bewusstsein, dass wir das schaffen. Und das ist natürlich etwas, sag mal, das hat ja seinen Hintergrund dazu. Das hat in der eigenen Lebensgeschichte zu tun. Das hat aber auch natürlich mit Wissen zu tun. Das werden wir im Laufe dieses Webinars hier noch erleben. Es hat aber auch damit zu tun, wie man sich selber fühlt.
Also bin ich selbst in der Lage, Menschen mitzunehmen? Wir wissen wiederum aus der Forschung jetzt auch bei Windkraft so etwas, dass manchmal es zu einer völligen Verschiebung von Realitäten führt, wenn 8 oder 10% von sogenannten Windkraftgegnern die Situation in einem Ort total bestimmen. Und zwar, weil sie aktiver sind, weil sie lauter sind und weil sie zum Teil auch dargestellt emotionaler sind. Das heißt, wir stehen an der Frage, und darum geht es hier auch, wie wir unsere Emotionen, die wir haben, unsere Liebe, die wir zu der Welt und zur Umwelt und auch zu unseren Mitmenschen haben, wie wir die in Handeln umsetzen. Und die Voraussetzung dafür, wir werden das besprechen, die Voraussetzung dafür ist, dass wir in uns selbst die Kraft entwickeln, uns zu entscheiden und damit Menschen mitzunehmen. Denn letztendlich zählt das persönliche Beispiel, letztendlich zählt das persönliche Bekenntnis, letztendlich zählt das, dass wir sagen, wir sind alle gemeinsam aus dieser Emotion heraus in der Lage, die Situation zu bewältigen. Und darum geht es. Und darum geht es auch hier. Wenn wir das schaffen, auch in unserem persönlichen Umfeld, aber auch in unseren politischen Arbeiten, dann werden wir es schaffen. Und es gibt gar keine Frage, dass das möglich ist. Mit welchem Wissenshintergrund werden wir jetzt ja gleich erfahren. Aber die Voraussetzung für das Ganze sind die Emotionen, sind Gefühle. Und aus meiner Sicht, mein persönlichen Bekenntnis ist aus Liebe. Also ich handle vor allem heraus, weil ich mir sage, ich möchte gerne Menschen was geben. Und das ist eigentlich ein Grund, wo ich sage, das macht auch glücklich. Das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal mit erwähnen. Ja, vielen Dank. Dann leite ich direkt weiter zu Johanna. Und zwar aus diesem Gefühl, wovon wir gerade gehört haben, wie kommt man denn da ins Handeln? Also was sind Instrumente für die sozial-ökologische Transformation? Wie können wir da unsere Emotionen einsetzen? Also ich glaube, ich würde gerne auch erstmal noch einen Schritt zurück machen, weil ich glaube, wir haben nicht nur eine Biodiversitäts- und Klimakrise, sondern wir haben auch vor allem eine Verbundenheitskrise. Und wenn wir jetzt sagen, wir müssen unsere Emotionen irgendwie für die sozial-ökologische Transformation einsetzen, dann setzt das ja voraus, dass wir diese Emotionen überhaupt auch erstmal zugänglich haben. Und ich glaube, das ist ein total entscheidender Punkt, dass wir eigentlich kollektiv und individuell so überfordert sind, zu Recht ja auch, von dieser Komplexität dieser Krisen und von dem, was irgendwie simultan die ganze Zeit auch durch Social Media und News und so weiter auf uns einströmt, dass wir erstmal echt so wieder zurück in unser Window of Tolerance kommen müssen. So nennt das zumindest die Umweltpsychologin René Lerzmann, dieses Möglichkeitsfenster, wo wir überhaupt handlungsfähig sind. Und ganz oft passiert es, dass wir dieses Möglichkeitsfenster übersteigen und dann entweder in eine Apathie beispielsweise rutschen und sagen, wie du auch in deiner Einführung sagtest, Sophie, was kann man eigentlich noch machen und ist mein individuelles Handeln nicht nur irgendwie ein Tropfen auf einen heißen Stein oder eben total in so einen Zynismus. Und beides ermöglicht uns eigentlich nicht das, was wir sozusagen von Natur aus haben, nämlich Kreativität und die Möglichkeit zur Kooperation und die Möglichkeit, die eigenen Emotionen eben für diese sozial-ökologische Transformation einzusetzen. Und deswegen finde ich das total wichtig, um da auch nochmal an Karls Gesagtes anzuknüpfen, dass wir uns unserer Emotionen überhaupt auch erstmal bewusst werden, der ganzen Bandbreite, die da mitschwingt, in den Themen und in der Welt, in der wir leben. Und dann geht es eben nach diesem Anerkennen auch darum, dass wir uns austauschen, weil niemand wird die Welt im Alleingang retten, um es jetzt so platonisch zu sagen, sondern das hat immer mit Kollaboration und Partnerschaften zu tun. Nicht umsonst ist das 17. UN-Nachhaltigkeitsziel. Und dann geht es, glaube ich, darum, wenn wir die Emotionen, die wir haben, seien das jetzt Angst, Climate Anxiety ist ein Thema, es ist vor allem auch bei jungen Menschen ein total großes Thema, sei das auch Wut beispielsweise darüber, dass wir es seit 40 Jahren verschlafen haben und eigentlich längst die technischen Möglichkeiten haben, um unsere Welt auf erneuerbare Energien umzustellen oder um einfach ja, andere Tools und Hebel zu finden, um systemische Veränderungen einzuleiten. Oder seien das eben auch positive Emotionen wie Liebe, wie Leidenschaft, wie eine Verbundenheit oder ein Verbundenheitsgefühl zu einem selbst, zu den Mitmenschen oder auch zur Welt, aus der heraus wir so eine Kraft schöpfen können. Und ich glaube, diese Fähigkeiten und Tools, die wir dann brauchen, die können trainiert werden.
Und an der Stelle möchte ich was teilen, was mich selber total bewegt hat, weil wir reden sehr oft über Sustainable Development Goals. Ne? Die sind auch alle total wichtig und richtig, diese 17 UN-Ziele. Und gleichzeitig wurde jetzt Ende April eine Initiative gelauncht, die heißt Inner Development Goals, weil es darum geht, dass wir eben nicht nur, also wir versuchen gerade so ein bisschen auch mit einem alten Denken ein neues System aufzubauen und das kann nicht funktionieren. Und deswegen geht es auch darum, dass wir selber eben solche inneren Tools entwickeln. Und das ist unterteilt in 5 Kategorien, um da jetzt auch konkret zu werden. Es geht um Being, Thinking, Relating, Collaborating und Acting. Und man kann sich das frei anschauen im Internet unter innerdevelopmentgoals.org oder so. Ich poste dann gerne auch nochmal den Link in den Chat. Und da sind sozusagen Tools und Skills darunter eingeordnet, die wir herausbilden können. Sowas wie beispielsweise einen inneren Kompass zu haben. Danke, Jesko, fürs Teilen. Einen inneren Kompass zu haben und dem zu folgen oder auch sowas wie Perseverance, also Durchhaltevermögen, weil wir haben da einfach ein enorm dickes Brett, an dem wir bohren. Ja, ich weiß nicht, ob das die Frage in Gänze beantwortet, weil ich das Gefühl habe, diese Fragen sind auch so groß, dass wir da gefühlt 10 Webinare zu halten könnten, aber das vielleicht so als ersten Impuls und wirklich auch als Herzensempfehlung, sich diese Inner Development Goals mal anzuschauen. Es gibt auch einen Test übrigens, da kann man dann schauen, wo man selber schon steht und welche Skills man vielleicht auch selber noch ein bisschen ausprägen kann, um eben dieser Akteur oder diese Akteurin in der sozial-ökologischen Transformation sein zu können. Und ein letzter Punkt noch, weil ich finde, voll oft reden wir über Nachhaltigkeit als so eine Art Ziel. Und wenn wir das einmal erreicht haben, dann super. Aber ich möchte eigentlich dazu anregen, dass wir Nachhaltigkeit als Prozess betrachten, genauso wie eine innere Entwicklung ein kontinuierlicher Prozess ist, solange wir lebendig sind, entwickeln wir uns weiter. Und ich glaube, das nimmt manchmal auch die Scheu, zumindest kann ich das als Perfektionistin an dieser Stelle sagen, wenn man etwas schreibt beispielsweise und das erstmal als Entwurf behandelt oder wenn man versucht, eine Initiative zu gründen oder sich irgendwo einzubringen und das erstmal als First Steps zu betrachten und dann sozusagen die eigenen Erfahrungen zu machen und daran auch wachsen und lernen zu dürfen, dann ist die Hemmschwelle sehr viel geringer. Also das vielleicht noch so als Hands-on-Trick, einfach mal loslegen. Super. Vielen Dank, Johanna. Das ist ja schon relativ konkret in Sachen Instrument gewesen. Dann der dritte erste Impuls von Hans Josef. Hans Josef, wenn wir jetzt schon über Instrumente und Wege gesprochen haben, wie man seine Motivation und Energie wiederfindet, ist natürlich die Frage, wo leitet man die hin? Das heißt, was sind jetzt Handlungen, die getan werden müssen, die Wege gegangen werden müssen, um zu einer nachhaltigen Zukunft zu kommen? Ja, erstmal herzlich willkommen alle zusammen. Ich freue mich über das große Interesse an diesem Webinar. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir alle gemeinsam darüber reden, wie wir gemeinsam die großen Herausforderungen auf diesem Planeten in den Griff bekommen. Und das Wort gemeinsam und zusammenarbeiten, das haben ja meine beiden Vorredner, Vorrednerinnen schon auch deutlich in den Mittelpunkt gestellt. Und wie leitet man nun das Ganze in Handlungen, die dann wirklich zielführend sind? Das ist ja die ganz große Frage. Motivation spüre ich in der Gesellschaft Unmengen und sehr viel. Aber ich spüre auch in dieser Gesellschaft, dass wir wahnsinnig viele Interessensgruppen haben, die mit ihren Interessen die Motivationen fehlleiten. Ich will ein Beispiel nennen. Eine große Supermarktkette macht gerade eine große Werbung. Ihr Beitrag zum Klimaschutz. Trenne Müll. Das Mülltrennen soll ein Beitrag zum Klimaschutz sein. Das heißt, diese Plastikflut nur irgendwie sortieren und am Ende geht es in die Müllverbrennung hinein und dann haben wir das CO2 alles in der Atmosphäre. Das sind also Werbegags, die das Geschäftsfeld weiter aufrechterhalten, die aber nicht zielführend sind, die nicht dorthin führen, wo wir den Planeten hinführen müssen. Denn wir müssen eigentlich keinen Müll mehr machen. Das wäre die Botschaft. Ihn vollständig vermeiden. Und da geht es viel. Das ist eine der Handlungsoptionen, die wir haben. Und wenn man das so beschreibt an diesem Beispiel, dann wird man merken, als allererstes müssen wir uns zusammen mal die Gedanken ordnen.
und auch etwas Wissen hineinbringen. Nicht nur die Emotion, ich will den Planeten retten, sondern auch das Wissen, was müssen wir denn wirklich Konkretes tun, wie man ihn rettet, und das dann herunterdeklinieren auf den Einzelnen, dass er seine Schritte richtig orientiert. Und das ist dann doch ein Stück weit das Denken in vernetzten Fragen. Die Krisen, die uns heute alle umtreiben, haben ja alle fast ziemlich ähnliche Ursachen. Die jetzt viele angstmachende Energiepreiskrise, dass wir so viel Geld nach Russland transportieren und damit einen Krieg finanzieren. Und trotzdem war plötzlich am Wochenende der höchste Verkehr auf den Autobahnen. Die Menschen haben sich nicht Gedanken gemacht darüber, dass sie mit dem Einkauf dieses Sprits doch Kriegsfinanzierung unterstützen in Russland. Das muss man ein bisschen zusammenbringen. Oder die Biodiversitätskrise, die Klimakrise, auch die Gesundheitskrise. Alle hängen sie damit zusammen, dass wir schädliche Emissionen in die Welt setzen. Treibhausgase, Luftschadstoffe, krankmachende Pestizide und vieles mehr. Und dass wir davon wegkommen müssen. Und so kommen wir dazu der Erkenntnis, wenn man alle diese Krisen bekämpfen will, müssen wir eigentlich die gemeinsame Ursache in den Griff bringen. Und da steckt als gemeinsame Ursache unser unsäglicher Verbrauch fossiler und atomarer Energien, aber auch Rohstoffe für das Chemieprodukt Plastik und andere, die aus dem Erdgas oder Erdöl kommen. Wir müssen uns befreien von dieser fossilen und atomaren Energie- und Rohstoffwirtschaft. Dies ist das Entscheidende. Und im Mittelpunkt dazu steht Energie, 100% erneuerbare Energien. Und da ist auch wieder die Frage, wie kommen wir dazu? Und da wird es eigentlich dann doch wieder relativ leicht. Das Erste ist, ich mache es selbst. Ich kenne inzwischen Tausende von Menschen, die sind in ihren Häusern vollständig mit erneuerbaren Energien beliefert. Sie haben es organisiert. Im Film Power to Change von Karl Ist, sind ja wunderschöne Beispiele dargestellt, schon vor Jahren alle aufgezeigt, wie man es machen kann. Und ich weiß, diese Menge an Menschen wächst immer mehr, die das tun wollen. Aber manche sitzen in Mietshäusern und fragen sich, wie soll ich das organisieren? Sind in einem Stadtteil, in einer Dorfgemeinschaft. Und da kommt dann der Gedanke, muss ich es wirklich alleine machen? Ist es nicht besser, gemeinsam zu tun? Kann ich nicht mit meinem Beispiel der Solaranlage auf dem Dach, den Batterien im Keller, Elektroauto vor dem Haus, die anderen motivieren, es auch zu tun? Dann plötzlich reichen uns die Solaranlagen auf dem Dach nicht. Ja, dann kommen wir doch dazu und bauen gemeinsam ein Windrad ans Dorf. Und die Biogasanlage dazu, reißen die Straßen auf, legen Nahwärmeschienen rein und nehmen uns Unabhängigkeit von russischen Erdgas- und Erdöllieferungen. Das alles kann man machen. Das alles kann man organisieren. Es gibt hunderte Beispiele dazu, vieles schon seit Jahrzehnten. Und das muss aber die gesellschaftliche Kraft werden. Gemeinschaftliche Energiegemeinschaften zu gründen, Genossenschaften, die die Bio-Lebensmittel gemeinsam organisieren, vom Biobauern organisieren und in die gemeinsame Vermarktung bringen, plastikfreie Läden organisieren, verpackungsfreie Läden, sie gibt es immer mehr. All das kann man auch gemeinschaftlich tun. Wenn wir unser Geld zusammenkratzen, und das ist, wenn wir von den ein Drittel Armen in unserer Gesellschaft absehen, die können das nicht so sehr. Aber die zwei Drittel in unserer Gesellschaft haben richtig viel Geld auf der hohen Kante liegen, auf ihren Sparkonten. Und sie ärgern sich, dass sie Nullzinsen bekommen und manche sogar Strafzinsen. Was ist das für eine Idiotie, das Geld zu parken? Baut die Solaranlagen drauf, dann zahlt ihr weniger Stromrechnung. Es gewinnbringend einsetzen, macht viel mehr Sinn. Am Ende sparen wir damit, weil die erneuerbaren Energien heute die billigste Art der Energieerzeugung geworden sind. Also kriegen wir alle Krisen in den Griff. Die Klimakrise, die Biodiversitätskrise, die Energiepreiskrise mit erneuerbaren Energien. Wir transferieren kein Geld mehr nach Russland für die Kriegsfinanzierung. Und wir machen keine Schadstoffe, die uns Lungenkrank gebracht macht und die dann beim Coronavirus besonders gefährdet sind. All das kriegen wir in den Griff. Nehmen wir es gemeinsam an, machen wir das persönliche Beispiel, tun wir mit dem Fahrrad zum Einkaufen fahren statt mit dem Auto, dann machen es mehr nach. Und organisieren wir es gemeinsam.
im Dorf, im Stadtteil machen wir Energiegemeinschaften. So kommt es dazu, dass immer mehr Menschen mitmachen. Und am Ende merken Politiker, dass da eine neue Kraft in der Gesellschaft ist und ordnen die Gesetze danach. So rum funktioniert Politik. Nicht, indem man nur protestierend auf die Straßen geht. Das ist wichtig, ohne Zweifel. Aber es muss mehr kommen. Neben dem Protest gegen Untätigkeit von Politikern brauchen wir das eigene Handeln, das dann millionenfach tatsächlich die Wende schafft und wir den Planeten dann noch retten können. Vielen Dank, Hans-Josef. Bevor ich jetzt mit den Fragen aus dem Publikum weitermache, hier ist noch eine Meldung aus dem Chat. Es geht ja nicht darum, dass wir das 1,5-Grad-Ziel nicht erreichen dürfen, weil das werden wir ja sowieso nicht schaffen. Das sei ja kein Ansatz. Vielleicht möchte jemand von euch darauf nochmal reagieren, also auf diese ja oft vorherrschenden Zweifel, können wir es denn überhaupt noch schaffen und woher nehmen wir die Motivation? Also aus meiner Sicht sagen das vor allem Menschen, die keine Lust haben zu handeln. Ja, das ist so eine vorgeschobene, so eine Rationalisierung nennt man das im psychologischen Bereich. Ja. Wer mir sowas sagt, ja, der will es auch nicht. Es geht, um da auf Hans-Josef noch ganz kurz zurückzukommen, es geht ja darum, wie erreichen wir vom Erkenntnis her zum Handeln, heißt ja, ich muss mich entscheiden. Ja? Und das wollte ich kurz, also diese Entscheidung, das finde ich diesen total spannenden Ansatz, hatten wir in unserer Gesellschaft auch. Es gab 60er, 70er Jahre, da haben sich Menschen enorm entschieden. Ich habe mich in meinem Leben mehrfach, zweimal richtig groß entschieden, etwas zu ändern. Und dazu finde ich, wir arbeiten gerade mit Reinhard Loske an einem neuen ökonomischen Manifest oder so etwas, das entscheidet dazu, dabei ist auch sozusagen auch mal Experimente einzugehen. Ja? In meinen früheren Lebenszeiten gab es das mal Scheiße mit Schwung. Es kann ja auch mal schief gehen, das ist das, was Johanna gesagt hat. Ja? Wir müssen nicht immer perfekt sein. Nicht handeln, allerdings ist auch eine Entscheidung. Und die wird auf jeden Fall zum Negativen führen. Also, es ist eigentlich zu sagen, probierst du einfach mal aus. Dieses innere Experimentelle, ach, kann ja auch Spaß bringen, kann auch mal gut gehen. Versuche ich es einfach mal. Das zu ermutigen. Wir machen ja einen Film, ein ganz großes Filmprojekt, das heißt The Story of the New World. Und ein großer Teil davon, neben den Beispielen, ich kann euch nur sagen, das ist fantastisch, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt, wird es sein, wie kommen wir zur Entscheidung? Und das ist es. Das ist, hat was damit zu tun, dass wir nicht perfekt sein müssen. Das ergänzt sich zu Johanna. Es kann auch mal schief gehen, egal. Auf jeden Fall ist es richtig, eine Entscheidung in diese Richtung zu fällen, die Hans-Josef gesagt hat. Ich will es vielleicht auch nochmal naturwissenschaftlich darstellen. Ja, es zeichnet sich ab, dass wir 1,5 Grad Celsius auf diesem Planeten reißen werden. Ich habe keine Hoffnung mehr, dass das noch gelingt, vorher das Ruder rumzureißen, das nicht mehr zu schaffen. Aber das heißt doch nicht, dass wir dann alle tot sind. Ja, die Schäden sind natürlich groß und es wird viele Tote geben, Hungertote, Überschwemmungstote, die wir jetzt schon haben. Und bei 1,1 Grad Celsius wie aktuell sehen wir das ja schon viel in der Welt. Bei 1,5 werden es mehr. Aber es wird nicht überall sein in der Welt. Und es wird sich lohnen, dafür zu kämpfen, dass wir mit der Menschheit auch wieder zurückkommen. Dass wir vielleicht nach einem gewissen Überschießen der Temperatur auf 1,7, 1,8 Grad Celsius dann endlich die Maßnahmen auf den Weg gebracht haben, um die Erde auch wieder abzukühlen. Und das würde gelingen, indem wir die Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre zurückfahren. Das geht über die zwei parallelen notwendigen Wege, keine Emissionen mehr zu machen und gleichzeitig den Kohlenstoff aus der Atmosphäre zu holen. Und wenn uns das im großflächigen Stile gelingt, dann schaffen wir es, vielleicht in 30, 40 Jahren wieder unter 1,0 Grad Celsius zu kommen. Deswegen, es lohnt sich zu kämpfen. Wir müssen daran arbeiten. Und der Rest der Menschheit, der eben dann nicht von den schlimmen Katastrophen schon getroffen wird, und das wird auch ein großer Teil sein, ohne Zweifel, der hat die Aufgabe, diese Menschheit zum Überleben zu bringen.
Deswegen sollten wir alle gemeinsam dran arbeiten. Ich möchte auch noch eine Sache ergänzen, weil diese Frage irgendwie so impliziert, dass wir eine Wahl hätten auf eine Art und Weise. Ne? Das finde ich total interessant. So, ja, wenn wir 1,5 Grad nicht schaffen, dann lassen wir es einfach. Oder was ist so die Alternative? Und es geht, glaube ich, in diesem neuen Denken, in dieser nachhaltigen Zukunft auch um ein Sowohl als auch. Also da auch in so ein inneres Mindset zu kommen. Entschuldigung, ich weiß, hier haben manche Leute gesagt, ich soll nicht so viel Englisch reden, also in so eine innere Einstellung zu gelangen, zu sagen, jedes weitere Stück Wildnis, was gerettet werden konnte, jede weitere installierte Solaranlage auf dem Dach, jedes weitere eingesparte Kilo CO2 in unserer Atmosphäre ist wert, dass darum gekämpft wird. Also nur weil wir das 1,5-Grad-Ziel nicht mehr erreichen, heißt das doch nicht, dass wir die nötigen Schritte einleiten können, um trotzdem sauberere Luft zu haben, um reineres Wasser zu haben, um irgendwie das zu bewahren und zu schützen, was zu bewahren und zu schützen ist. Und nur weil wir nicht quasi 100% erreichen können, sind doch 95, wenn wir es hoffentlich erreichen können, doch immer noch total viel wert. Und deswegen, finde ich, sollten wir nicht so darüber debattieren, ob wir da eine Wahl haben, sondern eigentlich, wir können doch nur gewinnen, wenn wir jetzt das Handeln einleiten. Schön. Ja, danke euch dreien für die Impulse. Dann würde ich jetzt übergehen ins Plenum und die erste Person, die sich gemeldet hat, das ist Martin Hilgers, einmal reinholen. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie Ihre Frage kurz und prägnant halten. Gerne auch noch mal kurz sagen, von wo Sie kommen. Und das müsste jetzt... Eine Minute, ne? Hat mir gesagt. Eine Minute. Aber eine Minute braucht man nicht mal, um eine Frage zu stellen. So. Ja, herzlichen Dank. Martin Hilgers, mein Name. Ich bin Geschäftsführer der BGK GmbH. Wir arbeiten seit ungefähr 50 Jahren im globalen Süden und bauen da unter anderem viele Solaranlagen auf. Für mich ist eine Frage, also herzlichen Dank für das, was Sie bisher gesagt haben. Für mich ist gerade in Deutschland so ein Punkt, dass ich den Eindruck habe, es gibt da viel Ohnmachtsgefühl bei einzelnen Personen und man den Eindruck hat, man kann alleine wenig bewegen. Ja, weil größere Initiativen gehen in Bürokratie zugrunde oder man hat den Eindruck, man steht alleine da, weil alle anderen sich ja sowieso so verhalten. Also so ein Ding mit, es fehlt einem die Macht, aber auch sowas, man ist Opfer. Also dass man sich sehr als Opfer der Umstände sieht und nicht so sehr als Akteur. Was sind denn so Ihre Ideen, wie wir in die Gesellschaft reinwirken können, dass sich an dieser Grundhaltung, also da geht es sicherlich auch um das Innere, um die innere Entwicklung, daran was ändern können? Dankeschön. Danke. Ja, da will ich vielleicht gleich eingreifen. Mit diesem Artikel aus der Mainpost vor 14 Tagen, man kann ihn wahrscheinlich lesen, ein Dorf, das schon seit 10 Jahren vollständig unabhängig ist von russischen Energielieferungen, keine fossilen atomaren Energie mehr nutzt, und das selbst alles alleine gemacht haben. Vollständig finanziert mit dem eigenen Kapital. Und in diesem Dorf leben die Menschen auf. Sie haben mehr Wohlstand als die anderen Dörfer außenrum. Es gibt auch andere Beispiele dafür. Der ganze Kreis Rhein-Hunsrück ist ein solches Beispiel. Die produzieren 300% des eigenen Strombedarfs. Ganz viele Dörfer sind schon Nahwärmesysteme mit Bioenergien aus der Region, für die Region, ohne Maismonokulturen übrigens, sondern nachhaltig angebaut. Sie gibt es. Und ich frage mich schon lange, warum sind die Beispiele eigentlich doch noch relativ wenig? Wir könnten sie doch überall machen. In jedem Dorf, in jedem Stadtteil gibt es die Möglichkeit. Und das ist der Appell, der von uns ausgeht. Gehen Sie es an. Holen Sie sich die Leute, die das vor Ort schon mal gemacht haben. Die beschreiben das mit einem Enthusiasmus und werden sie entfachen. Und dann machen Sie es in Ihrem Dorf, in Ihrem Stadtteil. Gründen Sie die Energiegemeinschaft und dann geht das auch. Ich würde an der Stelle gerne noch ergänzen, weil es ja, also ich glaube, was viele Menschen abhält, sind zweierlei Sachen. Einmal das Gefühl, ich muss alleine machen und ich muss es als Erster machen. Ich muss eine Energiegenossenschaft gründen. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Ich habe zu Hause so 4 Kinder und so weiter. Und ich habe eigentlich gerade echt andere Sorgen als Beispiel. Ne? Und ich glaube, was da hilft, ist, ich finde es so schade, Hans-Josef, dass du gerade gesagt hast,
wir haben da noch nicht so viele Vorbilder oder Projekte oder Beispiele, weil die gibt es, aber wir reden, glaube ich, nur zu wenig darüber und sie sind auch zu wenig so uns nah. Und ich glaube, da kann es total... Wenn ich nicht viele gemeint habe, dann meinte ich nicht genügend. Denn das eigentlich, stimmt allerdings. Denn danke, ich meinte eigentlich, jedes Dorf, jeder Stadtteil sollte ja. es eigentlich schon längst. Danke für die Konkretisierung. So wollte ich das ausdrücken. Sehr, sehr, sehr gut. Und ich glaube, da hilft es total, sich Netzwerken anzuschließen, die das schon machen. Und ihr habt diese Frage auch in dem Interview jetzt gestellt, wo man sozusagen diese Inspiration finden kann. Und ein Hoch auf unsere digitalisierte Welt. Auch da gibt es beispielsweise Netzwerke. In Deutschland ist es zum Beispiel die Karte von morgen. Da kann man Initiativen aus der eigenen Nachbarschaft irgendwie finden und sich denen anschließen. Oder dann gibt es, jetzt kommen wieder englische Begriffe, das Ashoka-Netzwerk für Social Entrepreneurs oder auch das Future Women-Netzwerk von Frauen, die sich in der Nachhaltigkeitsszene engagieren oder so Communities wie Uplink oder The Do Community, also da gibt es schon total viele Netzwerke. Danke, Jesko, du bist ja derjenige, der immer die Links reinpostet für alle. Da gibt es schon ganz viele Netzwerke. Man muss nicht derjenige sein, der irgendeine tolle, grandiose Idee hat und dann auch noch die nötige Zeit und irgendwie Ressourcen, um die auch anzustoßen, umzusetzen und gleichgesinnte Menschen zu finden, sondern es ist auch total wichtig, dass man sozusagen guten Ideen und tollen und inspirierenden Menschen auch folgt. Und da eben das weiter verstärkt und dann auch ins Gespräch kommt mit noch weiteren Menschen und diesen Schneeballeffekt sich zunutze machen. Dankeschön. Mit Blick auf die Zeit, wir haben noch knapp 15 Minuten, würde ich dann den nächsten Fragesteller rannehmen. Laut Namen, ich sehe, es hat sich eine Frau gemeldet, die würde ich jetzt mal vorziehen. Wir haben hier einen sehr großen Männerüberhang. Regina Grosch-Hettlich, ich würde Sie jetzt zur Diskussionsteilnehmerin machen. Ich hoffe, das klappt technisch. Super. Noch den Ton. Ich freue mich über die Chats hier mit Rhein-Hunsrück-Kreis. Regina, wir können dich noch nicht hören. Du musst dein Mikro anmachen. Kann man mich jetzt verstehen? Ja? Okay, super. Ich bin in Karlsruhe. Wir haben ein eigenes Haus hier. Wir haben auch PV seit ungefähr 8 Jahren auf dem Hausdach und haben aber festgestellt, dass es nicht abgefärbt hat auf die Nachbarn. Also ich möchte den Herrn Fell unbedingt bitten, es ist mir ein absolutes Dorn im Auge, ein absoluter Dorn im Auge, dass ich Erdgasheizung habe und mich auch nicht in der Lage sehe, mich unabhängig von diesen fossilen Energien zu machen. Das heißt, eigentlich nur davon ausgehen kann, entweder wird das so weitergehen und irgendwann möglicherweise die Stadt für uns mal irgendetwas machen, oder aber ich werde einfach immer auf diese fossilen Erdgasenergien angewiesen sein. Da wollte ich insbesondere den Herrn Fell mal fragen, was kann man denn in einer Situation machen, in der man eine normale Erdgasheizung hat? Man hat PV auf dem Dach. Ich würde mich auch gerne autark machen, aber da sind wir tatsächlich mit einer Firma und bezüglich Batterie im Gespräch. Aber diese Erdgasheizung, die ist mir so ein Dorn im Auge und niemand hat mir bisher sagen können, was ich tun kann. Mhm. Ja, Hans-Josef. Also zunächst mal, dass in Ihrer Umgebung viele nicht gefolgt sind, ist eigentlich außergewöhnlich. Was ich viel erlebt habe, ist, wenn jemand mal anfängt in seiner Nachbarschaft, dann kommen ganz, ganz viele und machen das auch. Insofern, das ist eher eine Ausnahmesituation. Also das eigene Beispiel motiviert häufig die Menschen. So, wie kommen Sie von der Erdgasheizung los? Das Erste ist mal Ihr sehnlichster Wunsch, genau das zu tun. Leider erlebe ich immer noch viele Menschen, die nicht einmal dieses Ziel und den Wunsch haben. Da passiert dann gar nichts. Und das ist natürlich nicht gut. Aber wenn Sie den Wunsch haben, werden Sie auch Wege finden. Ich kenne Ihre Einkommensverhältnisse nicht. Etwa ein Drittel unserer Gesellschaft, sagte ich schon, die können das nur ganz schwer aus eigenen Stücken. Manche können es gar nicht, weil die Investitionen, die Sie in den nächsten Monaten dann aufzubringen haben, die können Sie nicht schultern. 2/3 können es, ohne Probleme. Sie haben so viel Geld auf der Bank liegen, dass Sie gleich eine Wärmepumpe einbauen können,
die Solaranlage vergrößern, Batterien in den Keller, dann kriegen sie 80% ihrer Erdgasenergie, also da kriegen sie ihre gesamte Erdgasenergie los und 80% holen sie mit ihrem Photovoltaikanlage vom Hausdach, die restlichen 20% im tiefen Winter drinnen, da kaufen sie den Strom dann von irgendeinem Naturstromhändler ein, der ihnen nur Ökostrom bietet. Und dann sind sie richtig fein raus. Und das Ganze ist normalerweise auch wesentlich billiger als mit dem Erdgas, zumindest heute. Insofern, wenn Sie das also mit genügend eigenem Kapital schaffen können, dann tun Sie es einfach. Ich weiß, es gibt die Hemmnisse jetzt mit den Handwerkern, denen die Bude eingerannt wird und die nicht alle vorankommen. Manchmal muss man bis zum nächsten Jahr warten, aber immerhin, dann haben Sie es. Und wenn Sie es nicht schaffen in Ihrem Haus, auch mit Ihrem Kapital und anderes, dann werben Sie mit den Nachbarn. Fragen Sie sie erstmal, willst du wirklich auch noch weiter das teure Erdgas kaufen und nach Russland transferieren? Womit die dann Tote produzieren mit unseren Einnahmen? Oder sollen wir uns mal gemeinsam darum kümmern, wie wir das hinbekommen? Und wenn immer mehr Menschen dann sagen, gut, wir treffen uns mal. Wir machen mal einen Energieabend. Wie kommen wir da raus? Und dann sind dann vielleicht 20, 30. Manche werden überrascht sein, wie viele da aus der Nachbarschaft kommen. Und dann formulieren sie das. Als nächstes holen sie sich einen Experten rein, der das sagt. Und als dritten holen sie den Bürgermeister und sagen, jetzt helft uns. Wir wollen ein Nahwärmesystem. Die Gemeinde soll es organisieren. Wir wollen es gemeinsam finanzieren und gemeinsam voranbringen. Das wären so die Wege, wie man da hinkommt. Dankeschön. Dann machen wir mit der nächsten Frage weiter. Ich vermute, wir werden nicht dazu kommen, alle zu beantworten. Deswegen ein Angebot von unserer Seite, wenn Sie die Fragen an office@energywatchgroup.org per E-Mail schicken. Ich hatte das im Chat auch schon geschrieben. Dann können wir gerne sie auch im Nachgang beantworten und auch auf Social Media für alle zugänglich machen. Ich würde jetzt Karl-Heinz Hinrichs reinholen für die nächste Frage. Ja. Hier taucht niemand auf. Gut, dann mache ich mit Martin Strobel weiter. Okay. So, ihr könnt mich hören und sehen. Hallo, danke in die Runde für die ziemlich coolen Impulse. Martin Strobel vom Verein Goals Connect. Wir sind im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung aktiv, aber nicht nur mit Schülerinnen und Schülern, sondern mit Erwachsenen, Institutionen, Unternehmen vor allen Dingen auch. Und meine Frage zielt tatsächlich in die Richtung, wie bekommen wir es hin, gerade in Unternehmen, die Menschen in ihren Rollen irgendwie zu packen, also zu zeigen, jeder hat Ressourcen, Potenziale, Interessen, die er für diese sozial-ökologische Transformation gut nutzen kann. Und ja, wie bekommen wir es hin, richtig Bock auf dieses Thema zu machen? Und im Zweifel habe ich ja in meinem Unternehmen, in dem ich wirke, in was für eine Rolle auch immer, ja, einen viel größeren Hebel, wenn ich dort Dinge versuche anzustoßen, als wenn ich irgendwie nach Feierabend mit Jutebeutel einkaufen gehe. Das ist total wichtig und auch gut, nach Feierabend mit Jutebeutel einkaufen zu gehen. Aber ich meine, wir haben im Zweifel diese Hebel auch zu sehen und den Bock zu machen. Wie bekommen wir es hin, in Handlungsfelder vorzustoßen, die vielleicht einzufordern? Also dieses ganze Thema mit positiven Emotionen, Herr Fechner, Sie haben es ja eingangs auch gesagt, zu besetzen und diese Selbstwirksamkeit, dieses Selbstwirksamkeitserleben einfach zu stärken. Das ist so meine Frage, ob es da von euch noch gute Tipps gibt, wie wir das bekommen. Ich sehe schon eine Hand, ich bin ganz gespannt. Danke für die Frage. Also, wenn ich kurz darauf antworten darf. Es gibt zwei wichtige Elemente in diesem Bereich. Das eine ist natürlich das Beispiel. Der Protagonist, also der etwas getan hat, wurde ja auch hier auch gesagt. Und dann wurde bemängelt auch im Chat, naja, aber so richtig so gefolgt sind sie mir nicht. Ja? Das Entscheidende nämlich für jede Bewegung, und wir haben ja genügend Beispiele für soziale und gesellschaftliche Bewegungen, für Revolutionen und so weiter, ist tatsächlich der First Follower. Ich möchte also jeden auffordern, der First Follower zu werden. Wenn du mit 100 Leuten irgendwo auf einer Wiese sitzt und du hörst geile Musik an und so weiter, ja, dann fängt einer an zu tanzen. Das ist schon mal schön. Da gucken alle zu und denken sich, naja, ist ein bisschen verrückter.
der Erste, der dann kommt und stellt sich neben ihn und tanzt auch, ja, der ist, gibt den Impuls, und dass dann der Second Follower kommt und dann auf einmal kommen 5 und dann kommen 50 und dann sind auf einmal alle 100 Leute tanzen. Das ist ein ganz, gibt es auch ein schönes Video dazu und so weiter, das ist ein ganz spannendes Phänomen. Das heißt, es ist sozusagen dieser kleine Schritt, den braucht man nicht. Du hast ja mehr eine Einladung. Ne? Die, da sagt ja auch keiner, du musst jetzt tanzen oder so, dass du zu dir und Josef, wir sind doch aufgefordert, weniger vom Wissen zu sprechen, sondern eher eine Einladung. Ich sehe unsere Filme tatsächlich als eine Einladung. Aber ich freue mich natürlich, wenn einer sagt, ja, hast du gesehen, die haben einen geilen Film hier von Fechner und von der Fechner-Crew oder so etwas. Gucken dir doch mal an oder sowas. Der First Follower. Be the first follower. Hilft ihm das, was dem Fragesteller gerade eben? Würde mich mal interessieren, weil ich das noch nicht so oft gesagt habe. Das müsste Martin jetzt wieder schriftlich beantworten. Na gut, okay, alles gut. Aber das ist es. So entstehen Revolutionen. Ja, ich will aber auch noch ein paar Punkte wenigstens zu Unternehmen sagen. Richtet sich eher an kleine und mittlere Unternehmen, die häufig auch in der Nachbarschaft gut vernetzt sind, weil sie Arbeitsplätze bieten oder weil sie ein gutes Nachbarschaftsverhältnis haben und anderen. Wenn die Unternehmen selbst 100% erneuerbar werden wollen, haben sie eine ganze Menge von Handlungsmöglichkeiten. Und eine ist, die Unternehmen sind der Kern und sagen, wir wollen das werden. Bitte helft uns mit eurem privaten Kapital und dann bauen wir in dem Dorf, in der Gemeinde, gemeinsam die Windräder. Wir bauen gemeinsam die Solaranlagen, die Wärmespeicher und die grüne Wasserstoffenergie als Speicherung dazu und vieles mehr. Wir packen es an und wir nehmen euch mit ins Boot. Ihr könnt dann eure Häuser nebendran, neben unserem Unternehmen, auch in diesen Verbund mit einnehmen. Und dann kriegt ihr auch die Erdgasheizung los, wenn ihr es nicht privat finanzieren könnt, aber gemeinsam schaffen wir das. So wird ein Schuh draus, wenn ein Unternehmen die Initiative ergreift, dann wird das kommen. Und wenn das zweite Unternehmen als First Follower das sieht, wie das erste Unternehmen aufblüht, dann kommen die nächsten. Ja, das meinte ich, ne? Und dann folgt mal, denn tatsächlich dann eine Resonanz entsteht, auch in, mal, dass man mal, was weiß ich, das in den Medien oder wo auch immer, oder jedenfalls bei einer öffentlichen Veranstaltung sich hinstellt und sagt, das sind keine Verrückten. Dann ganz, ich finde das toll, was der da macht. Das wäre das, dieses Bekenntnis dazu, auch wenn es erstmal so ein bisschen befremdlich wirken mag, was man ja immer wieder erlebt, auch hat man ja dann auch mit der grünen Bewegung, ne? Anfänglich, also, ja, ein bisschen komisch. Jetzt, mittlerweile, ist es ja leichter übrigens auch, der erste Folgender, der erste Verstärker zu werden. Noch eine weitere Ergänzung, weil ich glaube, dass die Frage ja auch ein bisschen darauf abzielte, wie kriegt man sozusagen alle Menschen innerhalb des Unternehmens in ihre jeweilige am meisten wirksame Rolle hinein. Und ich glaube, was da helfen kann, ist auch ein Blick zum Beispiel in B-Corporations oder Unternehmen, die sich selbst gehören zum Beispiel, sogenannte Purpose-Unternehmen auch, und zu schauen, wie machen die das eigentlich und wie machen die auch ihre einzelnen Mitarbeitenden wirklich zu Changemakern. Hat ganz viel mit Selbstverantwortung zu tun und auch mit Prinzipien des New Work. Es tut mir wirklich leid, dass es hier immer um englische Begriffe geht. Aber die haben sich eingedeutscht. Also New Work, neue Arbeit. Aber das findet man, wenn man New Work googelt, auch auf Deutsch. Und genau, da einfach auch mal zu schauen, was haben die beispielsweise für Werkzeuge entwickelt? Seien das jetzt wöchentliche Besprechungen oder irgendwie mal wieder Workshops dazu zu machen oder da einfach auch die Menschen in ihren jeweiligen, in ihrer Selbstverantwortung, aber auch in ihrem großen Bedürfnis, sich einzubringen, da abzuholen und ihnen dann diese Möglichkeiten zu geben. Super, vielen Dank. Ich würde das jetzt als Schlusswort nutzen. Wir sind genau in der Zeit, 4:45. Zunächst erstmal vielen herzlichen Dank für die rege Teilnahme. Ich sehe noch einige Hände, die oben sind. Es sind einige Fragen auch in dem Frage- und Antwort-Tool gestellt. Wie gesagt, wir würden das gerne im Nachgang auch noch beantworten, da Impulse geben. Zusätzlich Fragen gerne auch an office@energywatchgroup.org und wir würden dann per E-Mail und auch auf unseren Social-Media-Kanälen antworten. Ansonsten bin ich froh, dass wir es, glaube ich, von diesem düsteren Konglomerat an Krisennarrativen jetzt doch in eine positive, zukunftsorientierte Stimmung geschafft haben. Wenn Sie Fragen nochmal oder sich genau fragen, wie ist die
der Wandel hin zur sozial-ökologischen Transformation technoökonomisch möglich, kann ich Ihnen empfehlen, auf unserer Website sich die Studien anzuschauen. Wer sich lieber den Film anschaut oder das Filmprojekt auch unterstützt, schaut sich gerne nochmal The Story of a New World an. Hier komme ich jetzt leider nicht um das englische Wort rum. Und ansonsten bleibt mir jetzt zu sagen, herzlichen Dank für die Teilnahme. Wir werden das ab jetzt häufiger machen. Sie werden dann auch per E-Mail wieder über neue Webinare informiert. Und ansonsten noch einen schönen Nachmittag an alle. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Danke dir. Mhm. Danke für das Interesse. Freue mich. Ciao.